Grüß Gott. Und herzlich willkommen zu einer Sturmfolge von Flaschendreh. Tja, im Herbst ist Sturm allgegenwärtig, nicht nur in der neuen Fußballsaison, sondern auch in den Weinflaschen. Es stürmt aber sogar in den Wohnungen. Aber irgendwie stört es, gell? Ja, ein bisschen. Ich schalte es ab. Du erzählst dabei was über den Sturm. Keine Angst, es wird kein Fußballformat dieses Mal, obgleich wir hätten genug zu erzählen. Es geht um Sturm in Flaschen. Er steht da schon am Tisch. Wir haben uns überlegt, wie kommt man als Konsument so an Sturm denn heran? Ne? Das geht nämlich einerseits in den Supermarkt geht und diese wunderbaren Kunststoffgebinde erwirbt, die es da in weißer und roter Ausführung meistens gibt. Sehr modisch momentan Schilchersturm. Oder aber man macht das, was wir dann als zweites gemacht haben, man fährt direkt zum Produzenten und lässt ihn auch sehr hübsche, ungebrandete Glasflaschen etwas direkt abfüllen. Was wir halt anschauen wollen ist, wo ist da der Qualitätsunterschied und was ist besser oder interessanter oder lohnenswerter, dass man es ausprobiert. So, was trinken wir da jetzt? Wir trinken rechts das Produkt aus dem Supermarkt, respektive vom Weingut Buschenschank Schneeberger. Weißer Sturm, Sorte unbekannt, gegen Weißer Sturm, Sorte unbekannt vom Kogelberg, vom Buschenschank Winzer Kieslinger. Ja, warte mal, was ist Sturm überhaupt? Sturm ist der leicht angegorene Traubensaft mit noch recht viel Zucker, wo die Hefen gerade so richtig arbeiten und Kohlensäure durch die Vergärung entsteht. Man könnte auch sagen, weil man das so gerne im Supermarkt sieht, es ist ein Halbfertigprodukt. Also wie Sturm Graz in diesem sportlichen Herbst. Da ein bisschen Halbfertigprodukt. Ja, gut. Der Sportler. Oder man könnte es auch einen Bio-Alkopop nennen. Aufgepasst, die 16-Jährigen da draußen. Hat nicht gar viel Alkohol, es hat viel Kohlensäure, man merkt den Alkohol nicht und es macht trotzdem rauschig. Und Zucker hat es nämlich, ne? Und es hat recht viel Zucker. Zusätzlich ist es aber biologisch abbaubar. Und biologisch abbauend. Wie Sie ja in der Einleitung schon gesehen haben, es hat auch, wie sagt man? Probiotische Wirkung. Pro oder Prä oder biotische Wirkung. Wie ein so, kosten wir die zwei Sachen einmal, genau. Und schauen wir, was wir zuerst den Schneeberger. Genau, was wir zuerst der probiotischen Wirkung zuführen. Ja, das riecht ein bisschen nach Zuckerl. Sehen Sie, wie das noch schäumt, da ist die Gärung voll im Gange. Abfall. Mhm. Wird vielleicht in der Wäschlösung sein. Ja, Apfel auch am Gaumen. So recht so ein reifer, ein bisschen mölliger Apfel. Genau. Es ist eigentlich wirklich ein Alkopop. Ja. Das schmeckt, es ist nicht chemisch. Nein, überhaupt nicht süß. Es ist süß, es hat Kohlensäure und trinkt sie wie Soft. Genau. Und das ist auch das Gefährliche dran. Genau. Wie ist das zweite? Schauen wir. Das schäumt schon entschieden weniger. Selbst wenn man es schüttelt. Es riecht schon ein bisschen weiniger. Ja. Hat aber immer noch recht viel Zucker. Ist insgesamt, finde ich, ist ein bisschen runder gesetzter. Aber es gibt große Unterschiede im Sturm. Nein, keine großen Unterschiede im Sturm. Die großen Unterschiede im Sturm sieht man, glaube ich, eher im Fußball, oder? Wir machen ein Sturm-Cuvée. Ja, das ist eine Aufstellungsfrage. Ja. Ja, dann stellen wir jetzt was Rotes auf. Genau, nein, wir stellen sicher nichts Rotes auf. Wir kosten was Rotes. Okay. Wie bereits erwähnt, den Schilchersturm, den lassen wir eher außen vor, weil wir der Meinung sind, dass es die künstliche Vernichtung von Schilcherbeständen in der Steiermark ist, die wir nicht fördern wollen. Ist aber was Gutes. Ich mag den ganz gern, weil er mehr Säure hat. Wer jetzt? Der Schilchersturm. Also, ja. Okay. Aber ist wurscht. Wir kosten jetzt das Rote, wahrscheinlich ein Zweigelt, auch vom Weingut Buschenschank Kieslinger. Da es da hauptsächlich Zweigelt gibt, nehmen wir an, wird es nicht für was anderes drin sein können. Das wird jetzt aus der Maische abgezogen sein. Mhm. Wobei das ja so eine typische Wurst ist. Ne? Ja. Alkopop in Rot, ne? Alkopop in Rot. Das ist für die wann darf man Alkohol trinken? Ob 16. 16. Für den 16-jährigen Männer, weil da ist ja doch ein leichtes Tannin schon spürbar. Ja, genau, der ist ein bisschen schwieriger zum Trinken. Der ist schwieriger zum Trinken. Fazit.
Fazit, also jetzt einmal grundsätzlich beides gut, beides sehr saisonell halt, also es gibt es ja nur in einem eng begrenzten Zeitraum zu erwerben und zu trinken und in diesem Zeitraum kann man es durchaus mal machen. Unsere Empfehlung lautet halt, warten Sie, bis ein Wein draus wird. Genau, das ist die erste Empfehlung, da könnte auch mal Wein draus werden. Also, kann man es bitte beeilen, bei mir wirkt er nämlich schon. Aha, okay. Ganz schnelles Fazit, wenn Sie es wo direkt vom Produzenten kriegen, kaufen Sie es dort, da sind sicher dann keine chemischen Haltbarmacher drinnen. In Summe, ja. Er funktioniert. Genau. Wiederschauen.